Gemeinsam will Ulrike Fischer von den Grünen gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen. Sie ist Konsumentenschutzsprecherin ihrer Partei und ihr Kollege von der FPÖ, nämlich Peter Wurm, auch Konsumentenschutzsprecher, setzt fort. Vielleicht noch einmal kurz, um was geht es heute bei diesem Tagesordnungspunkt? Es geht um die Lebensmittelverschwendung und vielleicht um die Zahlen auch noch einmal greifbar zu machen. Wir sprechen in Österreich von geschätzten 1 Million Tonnen an verschwendeten Lebensmitteln jährlich. Das sind in etwa 30.000 Lkw jährlich oder knapp über 80 Lkw täglich, die weggeschmissen werden. An Lebensmitteln, die grundsätzlich noch einen Wert haben und dementsprechend eigentlich sinnlos weggeschmissen werden. Und um auch noch einmal zu erklären, warum wir heute dastehen, wir haben von der Opposition einen fixfertigen Antrag im Konsumentenschutz eingebracht. Und die Regierungsparteien, und das ist schon der Vorwurf an die beiden Kollegen von der ÖVP und von den Grünen, ihr habt dann euch selber einen Auftrag an die Regierung geschrieben, um was Ähnliches zu machen, allerdings mit viel heißer Luft und ohne konkrete Maßnahmen. Und um auch noch einmal ganz kurz zu erklären, wir haben, oder ich habe persönlich 2016 den ersten Antrag geschrieben, der im Prinzip sogar mit einigen NGOs gemeinsam auch gebastelt wurde. Damals hat es noch eine rot-schwarze Koalition gegeben. Der Minister Ruprecht hat die ersten Anstöße gemacht und dann ist sehr, sehr vieles auch eingeschlafen. Und um dieses Problem der Lebensmittelverschwendung in den Griff zu bekommen, muss man einfach auch konkrete Maßnahmen setzen und nicht nur wieder, natürlich es fehlt das Zahlenmaterial und, aber alles, was ihr jetzt von der Regierung fordert, ist eine Aufforderung an euch selbst. Und das sollte schon mehr kommen, damit wir hier einen Schritt weiter uns bewegen. Wie gesagt, es ist ein Riesenproblemfeld. Man muss es auch klarstellen, der größte Verschwender ist im Prinzip der Haushalt, der private Konsument, der rund 50%, wir sprechen immer noch von Schätzungen, rund die Hälfte dieser Verschwendung findet im Haushalt statt. Hat viele Ursachen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Heute, natürlich hat sich vieles verändert, heute wissen auch viele nicht mehr, wie ich aus Resteln, sage ich mal, von Lebensmitteln noch eine sinnvolle Mahlzeit machen kann. Das würde jetzt anfangen, sage ich mal, in den Schulen, dass man auch einmal den Wert von Lebensmitteln, wie man kochen kann, auch erklärt. Also da haben wir schon sehr viel als Konsumenten auch Schuld an diesen Themen. Dann 20% der Verschwendung in etwa bei der Lebensmittelproduktion. Dann haben wir noch einmal 15% bei der Landwirtschaft. 10% in etwa dann noch einmal im Lebensmittelhandel und 10% in der Gastronomie in etwa circa. Und wir haben auch sehr, und ich habe auch einige Vorschläge konkret gemacht, und da muss man auch wieder sagen, lieber Kollege Weidinger, da seid ihr gefordert, wir sollten die Gesetze, die derzeit bei uns in Österreich gelten, wirklich möglichst rasch verändern, damit dieser Abfall zumindest für die Tierfütterung wieder hergenommen werden kann. Es ist den Bauern in Österreich nicht erlaubt, und da habt ihr schon eine Verantwortung und auch einen Zugang. Früher hat man es den berühmten Sautrog geheißen, das heißt, es gibt Lebensmittel, hochwertige Lebensmittel, die in der Tierfütterung, bei den Händlern, bei den Schweinen sinnvoll eingesetzt werden könnten. Und die Regeln und Gesetze, die ihr gemacht habt von der ÖVP, verhindern das. Und das ist wirklich eigentlich, wenn man von den Mengen, von denen wir sprechen, wenn man sich das anschaut, eigentlich ein Verbrechen an der Natur. Und das müsst ihr schnell ändern und nicht einen Antrag an euch selber schreiben, dass ihr das evaluiert und dass ihr euch zusammensetzt mit allen Stakeholdern, wie es so schön heißt. Da ist es notwendig, konkrete Maßnahmen zu treffen, in Verbindung, sage ich bewusst, mit der Landwirtschaft, die bei euch ist. Auch mit der Wirtschaftskammer kann man da einiges machen. Und diese Dinge muss man vorantreiben. Jetzt läuft so, weil es nicht weiß, in der Gastronomie zum Beispiel, muss ich als Gastronom, muss ich Geld für die Entsorgung zahlen von nach wie vor wertvollen Lebensmitteln, damit die dann in der Biogasanlage vergast werden. Also sinnloser kann man hochwertige Lebensmittel eigentlich nicht mehr im Prinzip, ja, verwerten ist fast ein Schimpfwort in dem Fall, aber da gibt es einfach Maßnahmen, die ihr setzen könnt von der ÖVP. Die Grünen sollten doch ein bisschen mehr Druck machen. Die Frau Minister, die sich sonst sehr, sehr für den Klimaschutz einsetzt, Frau Minister, Sie kennen die Studien, auch hier natürlich Schätzungen, aber die Lebensmittelverschwendung weltweit, wenn man die zusammenrechnen würde,
ist nach China und USA der drittgrößte CO2-Emittent Lebensmittelverschwendung. Also das ist ein Riesenbereich, auch im Klimaschutz. Aber mir geht es einfach darum, dass man Lebensmittel sinnvoll einsetzt. Und da muss man wirklich hinschauen und Gesetze auch verändern. Und da ist meine Aufforderung schon, und bitte nicht böse sein, wir können dem Antrag von euch nicht zustimmen, weil er eben heiße Luft ist in Wahrheit. Bin aber gerne bereit, und ich glaube auch alle anderen Oppositionsparteien, dass wir gemeinsam ein konkretes Maßnahmenprogramm zusammen machen und dann die Frau Minister auch auffordern, das umzusetzen. So ist es leider ein Lippenbekenntnis und viele, viele sinnvolle Dinge, die da gemacht worden sind. Die Kollegin von der SPÖ hat es gesagt, nur man muss auch die Relationen kennen. In den Sozialmärkten wird nicht einmal 1% der Lebensmittel, die verwertbar sind, wird hier weitergegeben. Also nicht einmal 1%. Ja? Also das heißt, das ist der Tropfen auf dem heißen Stein und der Rest wird sinnlos verschwendet. Und da sollten wir gemeinsam was machen und in dem Fall eine freundliche Aufforderung an die Regierungsparteien, bitte wirklich konkret mit uns arbeiten und dann können wir auch konkret was verbessern. Danke.